komm, das muss doch gehen hier. Was haben wir denn hier? Safe. Safe ist schon mal gut, das machen wir doch. Ja, ganz wichtig. So oft speichern, wie es nur geht. Na gut, dann setzen wir uns hier hin. Geht das? Achso. Nein, das wollte ich. Zurück, zurück. So, mit C kann ich sprechen, genau. Futschel! Mein Süßer. Na, Suki. Schätzchen wahrscheinlich. Sweetie soll bestimmt in dem Fall Schätzchen heißen. Heute ist dein großer Tag, oder? So, ich kann... Was? I can't help but feel... Ja. Ja, sie weiß sich auch nicht weiter zu helfen. Sie findet das toll, dass ich schon so erwachsen bin und das Haus verlassen darf. Ich fühle mich gar nicht so erwachsen, wenn ich mir das so angucke. Aber gut, anderes Thema. Ja, wenn nur meine alten Knochen das Ganze viel besser verkraften könnten. Ja. Ja, und sie weiß auch, dass ich schon sowas von bereit dafür bin, loszuziehen mit Theo, hier meine Pokémon zu suchen. Ja, und Theo ist natürlich einfach jünger geblieben. Das ist, der ist in der Entwicklung einfach nicht so schnell. Das Faserkern würden. Ja. Wenn ich nicht der große, vernünftige und Erwachsene wäre, dann dürfte Theo gar nicht mitkommen, weil der Papa das gar nicht erlauben würde. Ja, alles klar. So, wir wollen meinen großen Tag feiern. Ich kriege mein erstes Geschenk. Was kriegen wir denn? Go ahead and open it. Ja. Ich habe die Running Shoes gekriegt. Jawohl! Endlich joggen gehen. Habe ich mir ja auch so gewünscht. So. Ja, ich soll es jetzt gedrückt halten. Ja, putz mal die Nase, liebe Tante. Genau. Den achte nicht auf mich, Schätzchen. Ich bin einfach eine emotionale alte Frau. Wechseljahre fürchterlich. Anscheinend. Oh Mann. Ja, wenn mein Papa jetzt hier sein könnte, um das zu sehen. Er wäre positiv überrascht und würde mir viel Spaß auf meinem Abenteuer wünschen. Hoffe ich doch zumindest. So, sie will mich aber nicht länger aufhalten. Ich soll jetzt zum Professor gehen. Ja, werde ich. Ja, und sie möchte natürlich auch, dass ich ihr mein erstes Pokémon zeigen werde. Ja, hier. Hier, Rennschuhe. Was für Geschwindigkeiten. So, machen die mal aus. Schleichgang. Hier, ne? Mit den Schleichepantoffels. Schleich- und Schlufpantoffels. Aber wir möchten hier rasen wie die Weltmeister. Achso. Ich muss mir angewöhnen, das Escape bzw. X drücken. Ich muss mich noch an die Steuerung gewöhnen. Mookie Town. Im. Nein, Rennmodus ist echt doof. Tatsächlich ist da gemütliches Gehen viel angenehmer. Mann, ist das dunkel hier. Hallo, Opa. Aha, das ist der Opa, der meine Tante besuchen geht. Wir wissen alle, was das zu bedeuten hat. Oh, da ist ein Pokémon, da ist ein Pokémon. Kann ich es fangen? Ein Chin-Chin. Oh, wie schön. Anfangen? Können wir noch nicht. Schade. Ich hätte jetzt gedacht, ich hätte mich da noch mal in Facebook einloggen können. Allen sagen, ich gehe jetzt los.
Ja, ich verschwinde von zu Hause. Das ist vollkommen richtig. Ich habe ein seltenes Candy bekommen hier. Süßigkeit. Wünschen, so irgendwas. Medizin. Ja, Sonderbonbon, whatever. Meine Freundin unterstützt gerade so ein bisschen vom Sofa aus. Die spielt gerade selber Pokémon. Aber Silber, ne? Fast das gleiche. Platin und Silber. Glänzend. Auf jeden Fall so ein glänzendes Zeugs. Hier sind so viele Menschen. Ich will mit allen Menschen reden. Oh, hier. Da ist jemand eifersüchtig, dass ich jetzt mein eigenes Pokémon bekomme. Mama hat immer gesagt, ich muss dafür älter werden. Selbst schuld. Kann halt keiner so wenig Eltern haben wie ich, ja? Geht halt nicht. Ja, Kinder wachsen so schnell. Sie werden so schnell erwachsen. Ach ja. Ich soll ganz viel Spaß auf meiner Reise haben, sagt die Oma da, wer auch immer die Oma ist. Oh, hier noch so ein Rivale, wa? Ja, der weiß auch, dass Theo und ich unsere Pokémons bekommen. Oh ja, ich bin ziemlich aufgeregt, genauso wie Theo. Der hat auch schon eins. Was? Der war mal so ein Pokémon-Trainer was? Geht gar nicht. Ich habe doch gar nicht angefangen, Pokémons zu trainieren. Wie kann der schon ein Trainer gewesen sein wie ich? Aber das ist auf jeden Fall schon mal das Haus von dem. Ist auch schon mal schön. Da steht auch eine Tasse Kaffee auf dem Tisch. Nee, wir gucken mal, ob Theo in seinem Zimmer ist. Nö. Sowas aber auch. Aber der hat genauso einen großen Fernseher wie meine Wenigkeit. Ach, ist das schön. Kinder, die im kleinsten Alter schon ihren eigenen Fernseher bekommen. Ist das toll. So, da geht's nicht weiter. Da brauchen wir einen Pokémon für. So, mal gucken. Was haben wir denn sonst aus unserem Leben? Ja, Technologie ist unglaublich. Du kannst Pokémon mit Freunden über die ganze Welt tauschen. Aha, the power of the Internet. Unglaublich. So. I wonder what kind of Pokémon lives in this pond. Probably just Magikarp. Achso, ja, Karpfen-Pokémon. Carp. My favorite Pokémon is Kubak. It's so cute. Like Birdie. It's a flying type, so it's strong against Bugs. Ah, macht Sinn, dass Vögel kräftig gegenüber Käfern sind. Vögel fressen Käfer. Das macht Sinn. Heute ist doch ein schöner Tag, oder? Ja, ein schöner Tag zum Spazieren gehen, eindeutig. So, wer wohnt denn hier? Ich möchte jetzt mein Pokémon. Gibt's hier immer noch nicht. Wo bist du denn? Haha, ist das süß! Oh, hast du schon von dem neuen Videospiel gehört? Es wird Pokémon Red Rote Version genannt. Ach, ist das schön. Ah, das ist ja niedlich. Ja, natürlich habe ich davon gehört. Müsste hier auch noch irgendwo rumliegen. Und wenn nicht, wird es noch gekauft. Sie grübelt. Ja, ist abgenickt. Wir werden noch Pokémon Rot kaufen. Ach, schön. Ach, wunderbar. Hier, guck mal, das ist doch ganz niedlich. Du sagst, kannst auch ruhig laut mit mir sprechen. Ja, wird das gekauft. It's dangerous to go out without a Pokémon. Menno, ich darf da nicht rausgehen. Warum? Ah ja, ich habe kein Pokémon, da war was. Ah, so, diagonal laufen geht noch nicht. Okay. So, dann gehen wir jetzt hier mal hin. Ich muss doch irgendwo das verdammte Pokémon Center kommen. Was willst du? Most of the Pokémon species found in Kanto are native to the region. Ja, macht Sinn. But there are some which can be found in other regions too, like Monkey and Dunspa. Ja, was auch immer das für Pokémon sind. Hey, wait up! Na, Theo, bist du das?
Natürlich ist das Theo. Und Theo... Theo ist eifersüchtig und hat Angst, dass sie ihm das beste Pokémon wegmops. Wir wollen da zusammen. Ja. Achso, da ist die Tür. Na, wenn das mal nicht Putschel ist. Und dein Freund. Tommy, oder? Was? Du kennst meinen Namen nicht mehr? Ich heiße Theo. Theo! Kann man sich eigentlich merken. Das war der mit dem Bananenbrot. Ach ja, richtig. Theo. Ja, ihr seid genau rechtzeitig. Heute für euren besonderen Tag. Es ist euer erster Arbeitstag auf im Feld des Laborassistenten. Im Bamboo Pokémon Research Lab. Ja, schön. So. Der Job wird euch die gesamte Region Tandor reisen lassen. Fangen und observieren von vielen verschiedenen Pokémon-Typen. Mit der Hilfe. So, nein, um ihm dabei zu helfen, die verschiedenen Pokémon-Elemente herauszufinden. So, ich habe hier drei Pokémon, die euch auf der Reise begleiten können. Jeder von euch darf sich eins aussuchen, nach dem Motto: Before you get your starters, your boost takes a... Ja, Pokémon Trainer. War es auch noch ein Test? Genau, wie ein Test! Den habe ich noch gar nicht geübt. Ah, don't worry, also wir müssen uns keine Sorgen machen. Es ist nicht die Art von Test, für die man so zu lernen hat. Ah, es ist einfach nur ein Test, um herauszufinden, welches Pokémon am besten zu mir passen wird. Also Starter-Pokémon wird dich ein Leben lang begleiten, das wird dein bester Partner. Und deswegen ist die Zusammenarbeit natürlich sehr wichtig. Der Typ hat recht. So, genug zum Reden. Ich will mein Pokémon. Gut. So, dann. Are you ready to take the Trainer Aptitude Test? Natürlich bin ich bereit, diesen Test zu absolvieren. Dann wollen wir doch mal. Wenn ich ein Pokémon im Wald sehe, was will ich dann fangen? Ja, come on, that was easy. Give me a tougher one. Okay, next question. Nächste Frage. So, welche TMs? Aha. Hyper Beam, Protect oder Hidden Power? Hyper Beam. Ich mache jetzt Farbenmischmasch. Eindeutig. Theo weiß überhaupt nicht, was das ist. Das ist auch schön. So, which of the following Pokémon would you win in all... Was? In All-Out Battle? Gyarados, Blitzer, oh, das ist aber jetzt eine fiese Frage. Ich nehme mal das Grüne hier. Es ist möglich, durch diesen Test durchzufallen. Was für Fragen? Nein, natürlich nicht. So, nun zur finalen Frage. What is your motivation for becoming a Pokémon Trainer? Becoming the very best, ist ja wohl ganz klar, oder? Exploring the... ja, Erforschung der Region oder neue Freunde gewinnen. Ich möchte der Allerbeste werden, oder? Ja, komm. Komm, wir wollen der Allerbeste werden. So. Das war der Test. Jetzt muss er nur noch das Ergebnis analysieren. Der ist schnell.
futzeln. Ah, ich auch so. You prefer was? Natürlich, immer mit Feuerkraft, immer drauf. The best defense is a good offense. Genau, Angriff ist die beste Verteidigung. Das ist mein Mantra. Für einen offensiven Trainer wie mich kommt nur eins in Frage, und zwar Reptorch. Ja, ist doch schön. Dinosaurierfackel. Go ahead and take it. Trau mich nicht. Ach komm. C? Jawohl! Ich hab mein erstes Pokémon! Nach einer halben Stunde Spielzeit. Ja, natürlich gibt mein Reptorch auch einen Spitznamen. Wie viele Zeichen haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, da gehen ein paar mehr. Hast du schon mal geguckt? Wie nennen wir denn diesen kleinen hässlichen Drachen? Eidechse, Eidechse klingt cool. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Ich kann es auch nicht. Ich kann es auch so schreiben. Eidechse. Mit X. Das sieht so scheiße aus. Wie schreibt man denn Eidechse? Ich bin zu blöd dafür. Ja, war richtig. Gut. Das Publikum ist der Meinung, diese Antwort ist richtig. Wir loggen sie ein und ja, das Pokémon heißt jetzt Eidechse. Ah, und Theo ist müde vom ganzen Warten. Warum hat Futtel sein Starter-Pokémon schon und ich noch nicht? Ja, Theo, ich muss noch deine Ergebnisse analysieren. Theo, was bekommt Theo denn für ein Pokémon? Potential to transform yourself. So, was geht denn hier schön? For a trainer like you. Oh, er kriegt die Katze. Oh, Jungs. Das passt ihm doch bestimmt nicht. Naja, er freut sich auf jeden Fall über das Pokémon. You have a Pokémon and now I have a Pokémon too. Du hast ein Pokémon, ich habe ein Pokémon. Du weißt ganz genau, was das heißt, oder? Richtig, wir müssen kämpfen. Och, nö, Leute, nicht im Labor. Ja, zu spät. Da hat Theo mich schon herausgefordert. Die Katze, cool. Und ich schicke meine Eidechse in den Kampf. Fight. Ah, hier. Ember. Do it. Los, Eidechse. Was auch immer das an Feuer war. Das war sehr effektiv und ich hab gewonnen. Jawohl! Ich habe meine Eidechse 75 erlaubt bekommen. Butchel defeated Rival. Theo, ja. Ich habe meinen Rivalen Theo besiegt. Yay! Das war ja auch nicht so schwer. Was? Aber ich wollte doch die Gewinnerpose bringen. Und ich habe 53 Poké-Dollar gewonnen. Der hat Geld bei sich, das ist ja unmenschlich. Ah, I'm supposed to be the best trainer. Ja, Theo. Da muss man noch ein bisschen arbeiten und ein bisschen trainieren, ne? Dann kannst du auch der beste Trainer werden. Oh, da wein doch nicht, Theo. Ich werde dein Pokémon sofort für dich heilen. Dein Pokémon wurde geheilt. Schön. Warum konnte ich nicht gewinnen? Ich wollte wirklich gewinnen. Ah. So,
So, und jetzt kommt hier die Typenunterscheidung. Ich habe ein Feuer. Wasser bekämpft Feuer, Feuer bekämpft Gras, Gras bekämpft Wasser. Naja, Schere, Stein, Papier, Exes, Bock. Man sollte die Grundregeln schon kennen, dann kann man auch mit Pokémon kämpfen. So, Triangel des Kämpfens. Und es ist sehr wichtig für einen Trainer, sich das immer wieder vor Augen zu führen. Nein! Auf keinen Fall! Warum kriegt Futschel immer das beste Starter-Pokémon? Das ist so unfair! Ich gehe jetzt nach Hause! Nach Gott sei Dank haben wir jetzt Ruhe. Theo ist nach Hause. Und dann ging Piggledy und Frederik nach Hause. Ja, in dem Fall Theo mit seiner komischen Katze. So. Du solltest nicht so schnell über ihn urteilen. Er ist halt noch ein Kind. Ja. Und er wird noch früh genug entdecken, dass das Training der Pokémon ziemlich einfach sein wird. Oder nicht so einfach, wie er sich das vorgestellt hat. Kann das jetzt auch bedeutet haben. Ich habe da ehrlich gesagt tatsächlich nicht so drauf geachtet eben. So, machen wir mal eben den Ton ein bisschen leiser. So. So, und ich soll jetzt auf die Route 1, wo ich lernen werde, Pokémon zu fangen. Na, supi. Wie sieht das aus? Ey, ich möchte den Pokéball da aber nutzen. Ich möchte ihn haben. So, ein Stufe. Naja.